Ja, moin moin, servus und willkommen hier wieder zurück auf dem Bullenmarkt TV. War jetzt leider 2 Wochen ruhig hier auf dem Kanal, aber ich hatte auch eine betriebliche Weiterbildung gemacht, welche sehr viel Zeit in Anspruch genommen hatte, die letzten 2 Wochen. Deswegen hier jetzt aber wieder zurück in voller Stärke und habe euch ein schönes Unternehmen mitgebracht, nämlich die Union Pacific. Der ein oder andere kennt das Unternehmen vielleicht auch schon, handelt sich hier um ein schönes Unternehmen mit einem aus meiner Sicht sehr großen Burggraben auf Schienen und hat in letzter Zeit eine sehr schöne Performance und Shareholder Value geschaffen, denn es handelt sich hier um eine Eisenbahngesellschaft aus den USA, ist die WKN 858144. Bevor wir jetzt hier aber auch näher einsteigen in die Analyse, den Disclaimer, ihr kennt es ja, alle Texte sowie die Hinweisinformationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen. Alle zur Verfügung gestellten Informationen dienen allein der Bildung und der privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall trotzdem nicht übernommen werden. Sollen die Zuschauer dieses Videos sich die angebotenen Inhalte zu eigen machen oder etwaigen Ratschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Und auch mit diesem Disclaimer können wir dann direkt reinstarten. Bevor wir jetzt mit der Historie anfangen, hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Lasst mir gerne ein Abo und einen Kommentar da zu dieser Analyse, wie sie euch gefallen hat. Und was mich natürlich am meisten freuen würde, wäre ein Abo, sodass dieser Kanal weiter wächst. Und ich dieses Jahr wieder mit 2023 ein erfolgreiches Jahr habe. Letztes Jahr im Sommer diesen Kanal ja ins Leben gerufen und in der Hoffnung natürlich, dass euch die Analysen auch immer was helfen. Aber genug der eigenen Werbung. Wir starten jetzt hier mal rein und schauen uns die Geschichte an. Eines der größten Eisenbahnunternehmen aus den USA. Hier sind eigentlich nur 4 Stück relevant und Union Pacific ist hier eins davon. Eine kurze Gründungsgeschichte. Das Unternehmen ist schon über 160 Jahre alt, nämlich es wurde 1862 gegründet, nämlich die Union Pacific Corporation, damals mit der Unterzeichnung der Pacific Railways Act, welches den Beginn vom Bau von Eisenbahnen im Endeffekt eingeläutet hat und Ziel war es damals, den Westen der USA und östlich von Sacramento bis westlich vom Missouri River mit Bahnstrecken für den Transport eben von Gütern auch auszubauen und das Ganze ist wie gesagt 160 Jahre her und Fun Fact, damals war sogar auch noch Lincoln Präsident, welcher das dann auch unterzeichnet hatte. Dann 1880, eigentlich auch ein großer Meilenstein, denn die Eisenbahngesellschaft Union Pacific, Kansas Pacific und Denver Pacific wurde zusammengelegt und verband somit sehr wichtige Eisenbahnlinien. Das heißt auch hier, man hat nicht alles selbst gebaut, sondern es wurden auch dann einfach Zusammenschlüsse gemacht, sodass am Ende des Tages heute noch 4 große Gesellschaften in der USA bestehen. Und dann 1901 erfolgte die Übernahme von Southern Pacific. Hier mal auch eine Grafik zum einen, wie es damals aussah, 1862, wo so eine Eisenbahn gebaut worden ist, also nicht vergleichbar mit heute hier, eher noch so aus alten Filmen, wie man es so kennt, wenn man mal eine Eisenbahn von A nach B fährt, so sah das im Endeffekt damals der Bau aus, kann man sich kaum vorstellen, wie man da die extremen Meilen eigentlich gebaut hat, wo die Züge fahren konnten und auch noch hier ein Bild eben von dem Zusammenlegen der Western Pacific und Union Pacific, hier einmal die gelbe und die rote Linie, die man sieht. Die rote und die blaue Linie, die man sieht, nicht die gelbe. Und hier sieht man eben, dass man sehr viel von der Westküste eben am Pazifik entlang dann anbinden konnte an seine eigene im Landesinneren vor allem aktiven Eisenbahnlinien, nämlich den blauen, die man hier auf dieser Karte oder damaligen Karte eben noch sieht. Genau, das war eben der Zusammenschluss von, hier seht ihr nochmal, Southern Pacific in Rot und Union Pacific in Blau. Dann 1909, großer weiterer Schritt, auch 50% der Strecke der Salt Lake City nach L.A. gehörte dann auch Union Pacific und bis heute gab es dann im Endeffekt viele Übernahmen oder Zusammenschlüsse eben von Eisenbahngesellschaften und der Ausbau vom Schienennetz ist natürlich weitergegangen und hat bis heute eine Länge über 32.000 Meilen
und in den westlichen zwei Drittel der USA liegend, was der Union Pacific gehört. Sprich, also nur der Union Pacific, nicht den anderen Gesellschaften, 32.000, und Union Pacific ist in den westlichen zwei Drittel von den USA tätig. Dort gibt es einen Hauptwettbewerber, sehen wir später auch noch auf einer anderen Karte, BNSF. Und im Osten gibt es ebenfalls noch zwei Wettbewerber. Das heißt, man hat nur einen direkten Wettbewerber. Ist alles sehr schön, sehr schönes Duopol und regional auch ja, aufgeteilt in den USA. Hier sieht man auch nochmal so eine Lok, wie sie aussieht von Union Pacific, wo dann eben die Güter mit transportiert werden am Ende des Tages. Und zur heutigen Situation, aktuellen Marktkapitalisierung von 123 Milliarden US-Dollar, knapp über 32.000 Mitarbeiter, Umsatz im Finanzjahr 21 waren 21,8 Milliarden Euro, Aktionärsstruktur gibt es jetzt keinen Hauptaktionär, dadurch, dass es damals unterzeichnet worden ist und so alt ist, gibt es nur die großen Vorgesellschaften, die hier nennenswert sind, eben einfach BlackRock, Vanguard etc. Der CEO da, Lance Fritz, ist 59 Jahre alt, ist CEO seit 2015, aber auch schon seit 2000 bei Union Pacific, hat einen Masterabschluss und auch davor schon leitende Funktionen eben bei Fiskars, Cooper oder auch General Electric. Union Pacific ist ein sehr großes Unternehmen auch, deswegen eben auch im Dow Jones und S&P 500 gelistet. Dann steigen wir mal ein ins Geschäftsmodell dieser Eisenbahngesellschaft. Auch sehr interessant. Gehen wir zum nächsten Mal hier. Schienentransport ist eben Rückgrat der US-Wirtschaft, dadurch, dass sehr viele Waren eben auch über die Gleise, über die Schienen transportiert werden. Und dadurch gibt es eben vor allem drei große Geschäftsfelder, sagen wir mal Bulk, Industrial und Premium. Gehen wir mal durch, was das Einzelne ist. Hier bei Bulk macht ungefähr 30,5% des Umsatzes aus. Bulk ist Schüttgut, ist im Endeffekt eine Ware oder auch Rohstoffe, die unverpackt in großen Mengen transportiert wird. Also praktisch alles in einen großen Container rein, sei es jetzt irgendwelche Erze oder irgendwas anderes, Kohle zum Beispiel, ne? Und wird dann eben transportiert. Union Pacific clustert dies eigentlich nochmal nach ein paar Unterpunkten. Einmal Coal and Renewables, das heißt Kohle, Biodiesel und Windturbinen etc. Dann Grain and Grain Products, ist alles aus der Landwirtschaft, das heißt geernteter Weizen, Mais, Hirse, Reis etc., was ihr euch halt vorstellen könnt. Dann Düngemittel, Phosphat, Kali, Stickstoff. Hier auch eine nette Grafik, wo man sieht, also natürlich in hellgrau wieder das Schienennetzwerk von Union Pacific und hier eben farbig dann halt aufgelistet auch, wo sind die Produzenten von Phosphat, von Düngemittel, Kali etc. Und hier sieht man eigentlich, dass man sehr schön auch dort, wo die großen Produktionsstätten sind, man auch Anschluss hat ans Gleisnetzwerk und somit halt auch sehr schnell die Waren sehr kostengünstig innerhalb der innerhalb des Westens der USA eben versenden kann. Vor allem relativ viel in der Mitte der USA, eben wo die Sachen eben hergestellt werden. Deswegen, also logistikseitig sehr gutes Standbein. Und dann weiterer Punkt bei Balgut ist noch Lebensmittel, das heißt Essen, Trinken, auch gekühlte Sachen, beispielsweise frisches Obst, Gemüse, Bier, Wein, Tiefkühlkost, Molkereiprodukte, Konserven, lose Produkte oder auch verpackte Waren. Vorteil ist hier, man hat zum einen die Anbindung an verschiedenen Häfen im Westen der USA, aber auch eine Anbindung in den Norden nach Kanada, kann somit auch von dort aus eben Sachen sehr gut in die USA hineintransportieren und man hat auch Anbindung nach Mexiko. Dann der zweite große Punkt ist im Industrial, ist im Endeffekt sämtliche Produkte für die Industrie sowie Baubranche mit 36% Umsatzanteil und hier gibt es sehr viele Kategorien, in die Union Pacific eben ja unterteilt, von der Baubranche mit Zement, Gestein, Gips etc. über Konsumentenartikel wie Reifen, Haushaltsgeräte. Dann natürlich auch Abfälle, vor allem hier halt auch gefährliche Abfälle wie Siedlungsabfälle oder kontaminierte Böen. Dann alles rund um Holzprodukte, Sperrholz, Schnittholz, Spanplatten etc. Dann Maschinen mit hohem Gewicht, das heißt, wenn es ein Maschinenproduzent
eine Maschine herstellt, dann kann die auch auf so einen Waggon eben geladen werden, gesichert werden und dann halt auch transportiert werden. Das ist natürlich sehr gut, dadurch, dass so eine Maschine immer sehr viel wiegt und auch hier immer sehr große Sonderfahrten im Endeffekt dann mit dem LKW teilweise gemacht werden müssen. Dann Metalle natürlich, Metalle und Erze. Da vor allem halt für die Industrie in Form von Stangen, Draht oder auch Schrott. Dann ein sehr wichtiges Transportmedium ist auch Militärprodukte. Hier müsst ihr euch vorstellen, Panzer, ne, die fährt man nicht einfach so vom Gewicht her selber über die Straßen oder mit einem LKW, sondern die werden dann schön zum Militärzug, wo dann lauter Panzer eben oder auch andere Militärfahrzeuge oder Produkte eben auf so einen Waggon drauf sind und der dann halt auch entsprechend fährt. Papier ist ein großes Thema noch, hier mit Zeichnungspapier, Druckpapier etc. Dann Petroleumprodukte wie LNG, Rohöl, Kraftstoffe, Altöl, Heizöl, Schmierstoffe. Sowas wird auch transportiert. Könnte, denke ich, jetzt auch wieder höher sein, vielleicht LNG, indem das halt zu Häfen transportiert werden muss. Wobei man hier nur an den Westen angebunden ist und nicht an den Osten. Aber man kann ja hier dann auch vom Westen erstmal in den Osten reinliefern und dann muss eben im Osten ein anderes Schienenunternehmen das dann im Endeffekt wieder zum Hafen bringen. Dann Plastik ist noch wichtig mit als Produkt und ja, dann allgemein auch Abfälle oder alles rund um Transport von und zu, Tagebauen, also Drilling im Endeffekt, Tagebau, Minen etc. Das soweit zur Industriesparte, dann gibt es auch die Premiumsparte mit 29%. Hier hat Union Pacific das Ganze unterteilt in den Bereich Automotive und Intermodal-Transport. Automotive umfasst im Endeffekt alle Autoteile, Teilerzeugnisse oder auch fertige Autos zum Produzieren. Intermodal bedeutet im Endeffekt, ein Transport ist unterteilt in mehrere Transportmittel. Mindestens zwei Stück. In der Regel ist es so, dass beispielsweise der lange Transportweg mit einem Zug oder einem Binnenschiff zurückgelegt wird und dann im Zielhafen entsprechend oder im Ziel, in der Zielstation entsprechend auf den LKW wieder geladen wird, der Container, und dann entsprechend zum Kunden gefahren wird. Also Beispiel ist es, es wird was in Kalifornien hergestellt, kommt dann mit einem LKW zu einem großen Umschlagsbahnhof von Union Pacific. Dort wird das Ganze auf den Zug geladen, fährt einmal einen Haufen Meilen ins Landesinnere hinein, zum Beispiel nach Kansas oder so, und wird dann dort praktisch in einem großen Umschlagsbahnhof wieder abgeladen und dann auf einen LKW gemacht und dann entsprechend eben zum Ziel Kunden wieder gefahren. Deswegen hier gerade ist eben kostengünstig, ist auch besser für die Umwelt, wenn nur ein Transportmittel die ganzen Sachen transportiert. Deswegen, ich denke, intermodal ist eben einfach ja mit der Bedeutung des Zuges als Transportmedium enorm wichtig. Und ja, zum Beispiel werden aber auch angelieferte Container dann ins Landesinnere gefahren zu einem Umschlagsplatz. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn jetzt ein großes Schiff ankommt mit tausenden von Containern, ist natürlich doof, wenn da tausend LKWs ankommen und es abholen, sondern es ist natürlich praktisch, wenn dann der Hafen nochmal mit einem günstigen Transportmittel in das Innere des Landes transportiert wird. Jetzt habe ich hier noch eine sehr schöne Grafik vom Aktienfinder mir rausgeholt. Und zwar werden hier einmal die Umsätze dargestellt von Industrie, Bulk und Premium. Also hier sieht man ganz links in hellblau, wo die Umsätze eben stattfinden. Es gibt eben, ihr könnt es auch sehen, die Prozentzahlen sind nicht auf 100% gegangen, denn wir haben hier noch eben auch kleinere Sachen, wo noch Umsätze hinzuspielen, also Zusatzprozesse oder andere Tochtergesellschaften. Am Ende hat man hier einen Umsatz 2022 im Geschäftsjahr von knapp 24,8 Milliarden Euro. Davon kann man halt die Material- und Lohnkosten abziehen, dann bleibt ein Bruttogewinn von 13,4 Milliarden Euro. Hier muss man natürlich dann auch noch die Betriebsaufwendungen abziehen, wie Marketing oder Abschreibungen. Dann kommt man auf einen operativen Gewinn, dem EBIT, von 9,9 Milliarden Euro. Wenn man noch zusätzliche nicht operative Erträge dazu zieht, also zum Beispiel Wertsteigerung etc., hat man am Ende einen Gesamtgewinn von 10,3 Milliarden Euro. Mit Abzug von Zinsen und Steuern ist dann der Nettogewinn knapp 7 Milliarden Euro.
Finde ich ja eine mega geile Grafik, was der Aktienfinder hier gemacht hat. Deswegen gerne mal auch auf der Seite vom Thorsten drauf gehen. Gibt ja auch dort einen recht großen Anteil von Sachen, die man auch umsonst nutzen kann, wenn man dort nicht angemeldet ist. Aber in die Funktion des Aktienfinders gehen wir auch später nochmal rein. Im Zuge der Kennzahlen gehe ich da live nämlich drauf ein und logge mich dort ein. Dann der nächste große Punkt, den wir mal eingucken, ist der Marktüberblick. Markt lässt sich eigentlich sehr schön identifizieren von Union Pacific. Einfach mit dem Hintergrund, dass es eine konkrete geografische Zuordnung gibt. Man ist aufgrund des Schienennetzwerkes genau in diesem Bereich halt tätig. Der Wirtschaftszweig ist klar definiert mit dem Transport über Eisenbahn. Das heißt, da ist nicht irgendwie noch Produktion etc. dabei, sondern ganz klarer Transport der Eisenbahngesellschaft. Und dann in den USA kann man den Markt und den Marktteilnehmer schön identifizieren, nämlich das ist im Westen Union Pacific und BNSF, den Markt aufrechthalten, und im Osten, also zwei Drittel Westen Innere ist Union Pacific, BNSF, und im Osten, dem einen Drittel, kann man grob sagen, Norfolk Southern und CSX. Hier kann man auch direkt rein investieren in Union Pacific, Norfolk Southern. CSX haben eine sehr identische Kursentwicklung auch. Auch andere Parallelen lassen sich hier ziehen, sehen wir aber später noch. Und BNSF lässt sich nicht direkt rein investieren, aber keine Sorge, vielleicht seid ihr sogar schon drin investiert. Nämlich BNSF ist die Eisenbahngesellschaft und einer der wichtigen Wirtschaftszweige auch von Berkshire Hathaway. Deswegen gehört es 100% zu Berkshire. Und ja, deswegen kann man es leider nicht direkt miteinander vergleichen. Vom Unternehmenswert, KGV etc. Einfach weil es kein eigenständiges Unternehmen ist am Kapitalmarkt. Genau, neben dem Güterverkehr per Eisenbahn gibt es natürlich noch den Wettbewerb LKW-Transport. Würde ich aber nicht als direkten Wettbewerber ziehen, einfach da es ein anderes Transportmedium ist, aber grundsätzlich natürlich auch Transportunternehmen. Vorteile im Bahnverkehr sind halt geringere Kosten für den Transport, einfache Handhabung teilweise von bestimmten Gütern. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, einen Langtransport, keine Ahnung, irgendwelche Windradblätter, Regalbediengeräte oder sonstige Riesensachen, die transportiert werden müssen, müssten sonst mit einem Sonderverkehr, Langguttransport, teilweise gesperrten Straßen irgendwo transportiert werden. Und so kann man es eben auch sehr schön auf der Schiene transportieren. Auch Gewicht ist hier nicht so das extreme Problem. Und ja, die Handhabung ist einfach einfacher. Und auf der anderen Seite natürlich der ökologische Effekt, wenn man mit einem Medium eben viel transportiert, anstelle von mit 100 LKWs praktisch etwas transportiert. Aber genug der Theorie, hier mal ein paar Fakten. Hier seht ihr ganz schön eigentlich die Karte der USA. Hier die westlichen zwei Drittel eben gehört in Rot Union Pacific und in Gelb BNSF, eben im Unternehmen von Berkshire. Genau, daher ein sehr schönes Duopol. Auch manche Strecken eben sogar ein Monopol, wo nur eins der Unternehmen anfährt, und natürlich Knotenpunkte, wo auch teilweise beide anfahren. Aber hier finde ich eigentlich recht schön zu sehen, es gibt ja enorme Eintrittsbarrieren. Eigentlich gibt es keine Eintrittsbarrieren, denn was soll passieren? Es kommt jetzt kein Unternehmen und baut auf einmal 30.000 Meilen Gleis irgendwo direkt neben Union Pacific hin. Also geht nicht, deswegen geiles Monopol oder eben, wenn man den Westen generell anguckt, ein Duopol. Im Osten ist das Ganze auch eben sehr vernetzt. Hier ist Union Pacific nicht aktiv. Hier gibt es eben die Unternehmen CSX und Norfolk Southern, sind beide allerdings, dadurch, dass weniger Gleise etc. sind, Umsatz- und Marktkapitalisierungsmäßig nicht ganz so stark wie eine Union Pacific, aber dennoch super attraktiv, ähnelt sich natürlich dem Unternehmen. Wenn du jetzt sagst, naja, wenn schon, dann die ganze USA, dann mach dir einen Korb mit der Union Pacific und einer CSX oder einer Norfolk zum Beispiel, dann hast du einmal das komplette Schienennetz der USA abgedeckt, oder du sagst einfach gleich den ganzen Korb, ich mache das Investment durch drei und eine Berkshire habe ich sowieso im Depot eventuell. Ne? Dann wäre dieser Teil eben abgedeckt. Finde ich ein sehr attraktives Geschäftsmodell für den Investor, wo sehr viel Werte geschaffen worden sind.
hier mal diese wichtigsten Eisenbahngesellschaften im Vergleich. BNSF, die größte, der größte Umsatz im Finanzjahr 2021, Union Pacific, dann der zweitgrößte gewesen mit 21,8. CSX und Norfolk Southern, habe ich gesagt, sind deutlich gleich, kleiner, aber im Endeffekt auch gleich mit 12,5 oder 11,4. Und der Kansas City Southern habe ich jetzt einfach mal ignoriert. Ich könnte mir vorstellen, dass die einfach irgendwann auch geschluckt wird von einem der großen vier Big Player. Dann gibt es natürlich noch den Markt in Kanada, direkt nördlich von den USA. Es gibt noch die Canadian National Railway und die Canadian Pacific Railway. Also hier, wer sagt, USA reicht mir nicht, ich möchte auch noch diversifizieren nach Kanada. Dort sehe ich auch großes Potenzial, gerade durch den Transport von Rohstoffen, auch von Bergbau, was dann als Schüttgut irgendwo wieder hinkommt. Verstehe ich ganz klar. Wenn man auch hier ein Unternehmen sich mal näher angucken möchte, könnt ihr gerne machen. Ich finde persönlich das Geschäftsmodell der Eisenbahngesellschaften eine recht schöne Diversifikation im Depot. Hier sieht man einmal das Volumen des Eisenbahnfrachtgeschäfts in Milliarden Tonnenkilometer. Dort werden eigentlich so die Hoch- oder die Rechnung von Transportunternehmen, das heißt, wie viel Tonnen habe ich pro Kilometer gefahren dann, also es wird dann multipliziert. Und hier sieht man eigentlich grundsätzlich die Aussage dieses Diagramms ist, der Markt ist nicht am Steigen, hängt ein bisschen auch an der Wirtschaft, mal läuft es besser, mal läuft es schlechter. Hier sieht man 2008, 2009 ist ein bisschen eingesackt, eben durch die Wirtschaftskrise, ging weniger einfach auch in der Industrie, was transportiert werden musste. Sprich, das Volumen ging runter, aber ja, grundsätzlich, ja, es wird halt einfach geliefert, auch man kann nicht unendlich viel Kapazitäten draufpacken, ich meine, es ist ja auch physikalisch begrenzt und dann würde ich einfach sagen, ja, ist kein wachsender Markt, aber was das Unternehmen macht in diesem Markt, ist einfach geil, weil wir sehen es gleich noch in der genauen Betrachtung, wie da die Werte geschaffen werden, da wird sehr schön auch trotz gleichbleibender Menge eigentlich ja mehr Umsatz generiert, mehr Gewinn gemacht. Also da ist es echt sehr schön zu sehen. Aber vorher gehen wir noch auf die Strategie ein. Hier generell allgemeine Strategie. Erstmal vom Unternehmen ist Fokus aufs Kerngeschäft und dem Kunden natürlich Mehrwert bieten. Man möchte den Betrieb effizient machen, Kostensenkung machen und Kosten beseitigen, von Verschwendungen beseitigen für eine bessere Wettbewerbsfähigkeit. Man möchte transparente Lieferketten für die Kunden schaffen und seine Investitionen natürlich auch prüfen. Und am Ende muss ein Mehrwert geschafft werden, der auch bezahlt wird vom Kunden, zum Beispiel Erneuerungen von Bahn oder die Gleisinfrastruktur. Dann ja, die aktuelle Strategie von Union Pacific ist der Unified Plan. Hier liegt der Fokus auf Precision Schedule Railroading, das heißt eigentlich präzise und termingerechte Lieferungen. Man plant ja einfach schnellere Lieferungen durch eine optimierte Handhabung, Reduzierung der Waggons, Nutzen von Mehrzweckzügen, Minimierung von Wagenverweildauer, Ausbalancieren von Zugbewegungen und Auslastung des Personals und der Bahnanlagen verbessern. Das heißt einfach alle Prozesse einfach ja, geschmeidiger machen, schlanker aufbauen, hier halt einfach ja dann auch Kosten einsparen und einen Mehrwert für den Kunden schaffen, den man wiederum verrechnen kann durch beispielsweise schnellere Lieferungen. Dann habe ich noch als extra Strategie noch rausgenommen die Schaffung von Shareholder Value. Denn wie profitiert der Kunde oder der Investor eben von der Union Pacific? Einmal eben durch Kostenoptimierung, das heißt zum Beispiel wird bessere Mitarbeiternutzung gemacht, das heißt die Senkung der Arbeitnehmeranzahl. Dadurch entsteht mehr Umsatz pro Kopf und eine bessere operative Marge. Zusätzlich gibt es viele Aktienrückkäufe für die Erhöhung der Earnings per Share. Seit 2003 hier ca. 42% weniger Aktien im Umlauf. 2003 gab es 1,07 Millionen Aktien im Umlauf, jetzt nur noch 0,62 Millionen Aktien im Umlauf. Das heißt, ein Aktionär wurde nicht verwässert, sondern hat mit seinem Investment einfach einen größeren Teil am Unternehmen bekommen. Zusätzlich eben auch immer noch sehr steigende Dividenden seit vielen, vielen Jahren. Hier sieht man einmal die Entwicklung der operativen Kosten. Ist auch hier immer leicht rückläufig gewesen. Hier versucht man halt schlanker zu sein, auch Personal abzubauen. Sieht man hier auch in Anzahl der Mitarbeitern gingen
seit 2013 eigentlich stetig bergab. Heißt, man hat denselben Umsatz oder selbe Volumen auch mit weniger Mitarbeiter geschafft. Ist natürlich dann mehr Umsatz am Ende pro Kopf. Hier sieht man vor allem sehr schön ab 2016 diese Treppenstufe nach oben. Auf einmal macht ein Mitarbeiter pro viel mehr Umsatz. Das heißt, die Kosten auch für einen Mitarbeiter teilt sich auf mehr Umsatz auf. Ist natürlich genial. In dem Fall steigt natürlich auch die Marge. Was das Resultat hiervon ist, 2009 eine Bruttomarge von 28,8, operative Marge von 24. Hier seht ihr es, 2022 waren dann die Margen jeweils über 40%, die Bruttomarge über 45%, also einfach geil, dieser Aufbau oder Steigerung der Marge. Auch hier eine Grafik wieder vom Aktienfinder, einfach sehr schön grafisch aufbereitet. Hier sieht man einfach auf einen Blick direkt die Wertschaffung für das Unternehmen, für den Aktionär. Dann gehen wir mal auf die Zahlen ein. Grundsätzlich mal ein paar Kennzahlen. 2022 sind schon raus, die Zahlen für das Jahr. Das heißt, hier hätten wir 24,9 Milliarden US-Dollar ungefähr Umsatz gehabt. Market Cap aktuell war gestern noch bei 123,8 Milliarden US-Dollar. Earnings per Share liegen bei 11,21, KGV aktuell von 17,9, Kursumsatzverhältnis 5,39, Dividendenrendite 2,56%, ist auch historisch gesehen recht gut. Ausschüttung zum Gewinn ist bei aktuell 46%, also ist auch aus meiner Sicht bei dem Geschäftsmodell und eigentlich gut. Man muss ja auch sagen, nur es wird ausgeschüttet als Dividende, aber es geht noch viel mehr Geld in Aktien und Rückkäufe. Das heißt, die Earnings per Share steigen wiederum. Und dann steigt nächstes Jahr auch wieder die Dividende. Und ich habe mehr Anteil vom Unternehmen, was natürlich schön ist. Net Debt EBITDA 2,6 ist für mich bei dem Geschäftsmodell auch vollkommen im Rahmen. Dann die Peer Group. Grundsätzlich haben wir ja schon auf der Karte gesehen, von den Geschäftsmodellen, dem Marktumfeld in den USA 4 namhafte Wettbewerber, in Kanada 2 namhafte Wettbewerber. Aber was schön ist, die tangieren sich ja gar nicht. Also natürlich, man tangiert mit BNSF, aber mit dem Rest tangiert man gar nicht. Das heißt, ne, man hat hier eigentlich freie Handhabung, denn die Strecke von A nach B kann zum Beispiel nur Union Pacific fahren oder kann nur ein CSX fahren. Deswegen hier, wie gesagt, teilweise Monopol, teilweise Duopol und zusätzlich natürlich alle weiteren Logistikunternehmen mit Tätigkeit in den USA sind auch Wettbewerber, wie zum Beispiel eine LKW-Spedition. Hier mal ein paar Logos aufgeführt von Norfolk Southern über CSX, BNSF Railway, dann Canadian National und Canadian Pacific Railway und die zwei rechts, J.B. Hunt und All Dominion Freight Line, sind eben zwei LKW-Speditionen. Dann gucken wir uns mal an, ich habe jetzt nur die amerikanischen Eisenbahngesellschaften genommen, nämlich CSX und Norfolk Southern. In Schwarz Union Pacific, also es läuft super identisch. Aktuell Union Pacific ein bisschen deutlich schwächer als die beiden Wettbewerber. Am Ende hat man aber bei allen drei Unternehmen eine schöne Performance gemacht. Aus meiner Sicht werden diese sich auch wieder angleichen. Union Pacific, ja, wird auch wieder kommen oder die anderen werden auch sich angleichen nach unten. Also hier würde ich eigentlich ja sagen, alle drei sehr identisch. Deswegen kann man es auch guten Gewissens seine Investmentsumme zum Beispiel durch drei teilen oder 50%, 25, 25 oder es eben ganz lassen, einfach nur in eine Berkshire Hathaway investieren. Auf 10 Jahre, da ist CSX tatsächlich ja ein bisschen erfolgreicher als die anderen. Müsste ich mal auch nachgucken, an was das lag, dass 2017 auf einmal so ein Sprung nach oben gemacht worden ist. Vielleicht eine Übernahme, ich weiß es nicht, müsste man mal prüfen. Aber auf 10 Jahre, ihr seht es hier, mit allen Krisen, Corona-Krise, jetzt die Zinskrise, Inflation und so, immer noch 300% gemacht auf 10 Jahre, plus Dividenden, also geiles Investment. Direkte Gegenüberstellung hier, marktkapitalisierungsmäßig ist Union Pacific am größten, die anderen beiden aber auch beide in einem sehr, sehr schönen Bereich mit über 50 Milliarden US-Dollar.
Umsatz, da haben wir ja vorhin auch auf der Grafik gesehen, Union Pacific am größten, die anderen beiden aber auch. Dadurch, dass sie auch einen kleineren Teil der USA abdecken, auch in Ordnung. Umsatzentwicklung ist Norfolk Southern am besten mit 3%, Union Pacific leider nur 1,8%, habe ich hier aus Versehen nur grün gemacht. Umsatzentwicklung, ja, bei keinem jetzt der Kracher, aber dafür steigen die Earnings per Shares durch die Aktienrückkäufe einfach nur sehr schön nach oben und durch die Entwicklung der Marge. Aktuelles KGV CSX am günstigsten bewertet, obwohl es am besten gelaufen ist. Deswegen müsste man sich das Unternehmen vielleicht mal angucken. Earnings per Share Wachstum ist hier bei Union Pacific 12,3, CSX 12,6. Es wäre sehr stark, aber auch Norfolk Southern mit 10% immer noch geil. Dividendenrendite kriegt man aktuell bei Union Pacific am meisten, hat aber auch die höchste Ausschüttungsquote, CSX am wenigsten, hat aber auch deutlich die niedrigste Ausschüttungsquote. Hier dann vielleicht mehr Wert auf Rückkäufe von Aktien, müsste man wirklich mal im Detail angucken, habe ich jetzt nicht gemacht. Und die operative Marge bei allen drei Unternehmen gigantisch gut, Union Pacific aber noch am besten mit 1 oder 2 Prozentpunkte die Nase vorne. Und dann schauen wir uns noch das Beispiel an mit dem Gassi-Gehen mit Union Pacific. Hier die Marktkapitalisierung ist im Schnitt um 8,9% gewachsen, im Schnitt zu den vorhergehenden Jahren seit 2010. Eigentlich auch stetig nach oben der Unternehmenswert gegangen. Ist natürlich für den Aktionär sehr, sehr schön. Und hier sieht man auch nochmal, Marktkapitalisierung im Endeffekt 8,9% im Schnitt gewachsen. Umsatz eben nicht ganz so stark gewachsen, jetzt mit 2022 immerhin 3,2%. Net Income ist 8% gewachsen seit 2010, also ungefähr wie die Marktkapitalisierung, ein bisschen schwächer, aber grundsätzlich sehr schöne paralleles Laufen und Earnings per Share ist sogar besser als die Market Cap gelaufen. Genauso wie auch die Dividende je Aktie, hier im Schnitt 20,7% im Jahr gewachsen seit 2010. Also was will man eigentlich mehr, ne? Dieses Jahr bestimmt wieder eine Steigerung, also einfach schönes Investment. Hier sieht man auch, ich würde sagen, die Marktkapitalisierung ist jetzt nicht davon gelaufen. Klar, der Umsatz läuft einfach nicht so stark, deswegen hier auf jeden Fall den Fokus auch auf den Gewinn und der Umsatz, ja, der läuft dann einfach leicht mit. Und ich habe euch ja versprochen, wir gehen mal in den Aktienfinder rein. Deswegen wechsle ich doch mal einfach die Fensteraufnahme und hier Aktiensuche mit dem Aktienfinder. Deswegen hier liebe Grüße an den Thorsten an dieser Stelle. Hier oben gebe ich mal die Union Pacific ein, also hier findet man eigentlich so gut wie jede nennenswerte Aktie und kann dann sich auch ein paar Daten angucken zur Qualität des Unternehmens und zu den Zahlen. Hier sieht man eigentlich recht schön, ich mache mal Cashflow operativ raus, aber hier in grün die Dividende immer schön am Steigen und bereinigt den Gewinn mal auch mal raus und immer schön auch vom Gewinn abgedeckt. Prognose steigend. Gefällt mir. Dann hier bei Umsatz und Marge, ich mache mal hier, wenn man ein bisschen besser sieht, mal nur den Bereich ab 2006. Im Endeffekt, ja, sehr schön steigen. 2006 irgendwo noch bei 20% gewesen. Hier war man dann bei 45% Bruttomarge. Also hier hat man echt sehr gut was gemacht. Umsatz blende ich auch mal kurz aus. Einfach hier schön gestiegen und in Korrelation mit dem Umsatz. Wenn die Marge natürlich steigt und der Umsatz nicht in nennenswerten Maßen extrem steigt, hat man natürlich am Ende durch die bessere Marge einen schöneren, höheren Gewinn. Hier schauen wir uns mal die Aktienrückkäufe an. 2002 1,1 Millionen Aktien im Umlauf und hier guckt mal, wie die Aktien zurückgekauft haben. Die ausstehenden Aktien gehen runter, gehen runter, gehen runter. Einfach hier am Ende, ja, 613 und Tendenz weiter steigend, dass das auch weitergemacht wird. Ne? Hier sieht man auch ganz schön eigentlich dargestellt, das Gewinnwachstum zum Beispiel, wir machen jetzt mal hier 2013, organisches Gewinnwachstum durch die Margensteigerung 0,46 und durch den Aktienrückkauf nochmal 0,11 gestiegen.
Das heißt, gute Fünftel vom Gewinnwachstum pro Aktie kommt halt durch so einen Rückkauf. Hier auch 85 organisch, 19 durch Rückkauf. Ja, runden wir das Ganze mal einfach mal ein bisschen, sagen wir mal, ein US-Dollar und dann auch wieder ein Fünftel, ne? Und so geht das Ganze halt schön weiter. Und selbst wenn man durch Marge und einen rückgängigen Umsatz wie 2020 eben weniger Gewinnwachstum organisch macht, federt man das Ganze mit Aktienrückkauf auch nochmal ab. Also wirklich hier werden Werte geschaffen. Finde ich sehr cool. Hier den Gewinnfluss habe ich euch ja vorhin schon erklärt, aber hier habe ich den hergezogen, also sehr schön aufbereitet vom Aktienfinder. Dann die einzelnen Segmente, sieht man auch hier nochmal sehr schön über die ungefähr gleich wichtige Umsatzquelle der drei Güter, hier mit jeweils 30%, circa einem Drittel. Dann können wir, denke ich, auch rüberspringen. Im Region hier hauptsächlich ist man eben in der USA tätig. Durch die Anbindung an Mexiko ist auch noch ein kleiner Prozentteil in Mexiko. Meine Vermutung ist dann einfach, dass das auch hier aus dem Segment heraus vor allem halt auch die Bereiche sind wie andere Tochtergesellschaften etc. Genau. Was jetzt hier aber extrem schön ist, sind die Multiples. Das heißt, der faire Wert, sorry. Multiples gehen wir gleich drauf ein. Das heißt, hier, ich mache mal Dividende mal kurz raus. Auch Cashflow und bereinigter Gewinn mache ich raus. Und schaue mir jetzt nur an Kurs, Gewinn und Fair Value Gewinn. Hier sehe ich, das durchschnittliche KGV liegt bei 19 über diesen Zeitraum eben seit 2008. Hier sieht man ganz schön, wann der Kurs über diesem Wert ist und wann er mal am Wert ist oder unterm Wert ist. Jetzt sage ich, kann ich hier natürlich sehen, okay, wir sind jetzt so ziemlich, Fair Value ist 212, wir sind aktuell so bei 202, also leichte Unterbewertung. Ich könnte jetzt hier auch gucken, mit dem Analysten Schätzungen der Prognose und Aktienrückkäufen, wie ich dann einen Gewinn bis 2026 mache, steht jetzt hier aufs Jahr 10,6% inklusive der Dividenden, den ich da einen Gewinn mache. Ist ganz schön. Jetzt gucke ich aber mal auch hier, wenn ich mal 2014 bis 2022 mache, da war der Schnitt bei 19,3. Das heißt, da hat er den Schnitt nach oben gebracht. 2008 bis 2014 bei 15er KGV. Ja, heißt, wenn die Zinsen auch irgendwann mal, jetzt wie es gerade ist, ein bisschen fester, höher sind, will ich eigentlich eher so mehr mit einem 17er KGV vielleicht mal rechnen. Und genau, dann halt einfach mit einem 17er KGV und dann, ja, sehe ich auch, was dann halt eben die Bewertung ist. Aktuell ist er eben bei 18,1. Wenn ich 15er mache, warte mal, muss ich hier machen. Nochmal 16er, 16er KGV. Also ihr seht alles live. Habe ich hier eine deutliche Überbewertung gehabt, hätte ich einen 16er KGV gewollt, wäre immer noch teurer, aber selbst auf mit dem Gewinnwachstum, was erwartet, bin ich immer noch bis 2026 aktuell eine Rendite von 6,3%, hätte aber hier noch, wenn ich ein 16er KGV wäre, wollte irgendwo bei 180 US-Dollar, die Aktie ist ja gerade auch am Korrigieren, also man kann noch abwarten, ob man sie eventuell auch noch günstiger bekommen wird. Ich bin gespannt, wie es sein wird, aber grundsätzlich hier einfach sehr schön, wie man sieht. Jetzt gucke ich mal Fair Value Dividende an. Ist ja im Endeffekt einfach, ja, ist man hier, kriegt man aktuell, wenn ich jetzt wieder sage, okay, ich mache die letzten 10 Jahre, dann bin ich hier bei 9, durchschnittliche Dividende von 2,1%, aktuell 2,5%, also ich kriege aktuell für mein Geld mehr Dividende als hier ansonsten in den letzten Jahren gewesen. Also hier dividendenseitig für Dividendeninvestoren eine schöne Unterbewertung. Ich nutze den Aktienfinder tatsächlich noch nicht allzu lange, deswegen in den nächsten Videos werde ich es auch immer wieder mal ausprobieren.
Deswegen, ich denke mal, mit mehr Nutzung werde ich euch auch noch mehr schöne Sachen zeigen können. Was ich noch gut finde, ist hier die Multiples. Ich kann jetzt hier sehen, okay, wie ist das KGV aktuell im Vergleich zum Schnitt. Hier sehen wir auch wieder 19 ist ungefähr das durchschnittliche KGV. Wann war es immer richtig günstig? Wann hätte ich einsteigen können? Weil man steigt ja in der Regel nicht ein, okay, jetzt ist der Kurs runtergekommen, sondern man guckt ja auch aufs KGV, wie ist das KGV in dem Fall, sofern es eben keine Sonderfaktoren gibt. Deswegen hier sieht man auf jeden Fall, dass es deutlich günstiger ist, wie jetzt auch in den letzten Jahren basierend auf dem KGV und auf dem Kursumsatzverhältnis. Allerdings, dadurch, dass der Umsatz nicht ganz so stark ansteigt, sondern eher der Gewinn im Vordergrund ist, ist es hier eben ja immer ein bisschen höher. Dividendenturbo sieht man auch nochmal sehr schön, wie viel Dividenden man theoretisch bekommen hat immer seit 2013. Hier ist man aktuell bei eben 2,5%. Hier war man im Schnitt teilweise eigentlich immer unter 2%. Und wenn man jetzt einsteigt, basierend auf den Prognosen der Steigerung, wird man ja hier zum Beispiel 2025 auch schon 3% Dividenden haben. 24, 2,73% Dividenden haben. Also ein schöner Wert eigentlich, um langfristig am Erfolg des Unternehmens zu partizipieren. Und jetzt wollte ich euch auch nochmal kurz CSX zeigen und euch einfach nur beim Qualitätscheck zeigen, auch die anderen Unternehmen setzen hier sehr stark auf Aktienrückkäufe. Also auch hier von aktuell 2,2 ausstehend und man kommt von 4,1. Und das Ganze auch bei Norfolk. Also egal welches Unternehmen, die haben alle denselben Ansatz, um euch hier eben Mehrwerte zu schaffen. Auch hier sehr schön Aktienrückkäufe getätigt. Genau, dann würde ich sagen, steigen wir auch wieder zurück in die Präsentation hinein. Zurück zur Präsentation. Und hier sieht man einfach, dass es weitergeht. Zum Ende meine Meinung. Es handelt sich bei Union Pacific um ein Qualitätsunternehmen. Bei mir persönlich ist es im Sparplan. Ich habe hier noch keinen Einmalkauf getätigt, einfach weil es einfach hier schön immer weiter wächst. Aktuell ist es ja noch verhältnismäßig günstig zu haben im Vergleich zur Historie. Deswegen habe ich aktuell eine Sparrate erhöht. Und wenn es hier wirklich nochmal zu einem richtigen Schnäppchen kommt, dann werde ich auch ein Einmal-Investment machen und die Position vollends voll machen. Die Bewertung ist aktuell in Ordnung, aber für ein Einmal-Invest können sie noch ein bisschen günstiger sein. Ansonsten solides Geschäftsmodell. Allerdings hängt man hier natürlich auch stark an der Wirtschaft und der Konjunktur. Einfach, ja, wenn weniger Industriematerialien gebraucht wird, weniger Autos versendet, wenn weniger Logistik reinkommt, ja, muss natürlich weniger transportiert werden. Dadurch, dass America First ist, könnte ich mir vorstellen, dass vor allem im Land selber mehr Transporte stattfinden werden. Allerdings muss es nicht zwingend ein Vorteil sein für die USA, dadurch, dass man ja auch intermodal vor allem von den Häfen auch viele Container reinfährt, wird man dann natürlich Umsatzrückgänge haben. Deswegen muss man mal anschauen, ob das am Ende gut ist für das Unternehmen. Eigentlich sollte es gut sein, aber es kann natürlich auch hier manche Umsätze dann einbüßen lassen. Genau, trotz Umsatzwachstum Wirtschaft des Unternehmens sehr gut in der Branche sind eben hohe Aktienrückkäufe in den letzten 15 Jahren gefühlter Standard gewesen, zumindest bei allen drei Unternehmen. Und so wird eben der Wert für den Aktionär geschaffen. Und ihr müsst selber entscheiden, ob kein Investment in dieser Branche vonnöten ist oder ob ihr eine Union Pacific, CSX oder Norfolk 1000 möchtet oder einfach denkt, ich bin Berkshire investiert, egal ob über ETF oder über ein Direktinvestment. Und da habe ich eh schon Eisenbahn mit dabei. Für mich ist das Investment intakt, sofern schön die Earnings per Share weiterhin wachsen und auch das Dividendenwachstum anhält. Das ist so mein Fokus, wo ich drauf gucke, ob einfach die Kennzahlen weiterhin stimmen. Sollte es da mal sich ändern, würde ich hier auch das Investment nochmal prüfen. Also hier bei diesem bin ich jetzt nicht extrem, dass ich sage, okay, Geschäftsmodell gefällt mir super, ich setze aufs Geschäftsmodell bahnbrechend, denn aus meiner Sicht kommt eben hier das größte Wachstum durch die Aktienrückkäufe und auch durch die operative Marge.
Haben sie ja auch als Guidance für 2023 ausgelegt, wollen wieder Dividenden natürlich mit 45% auszahlen und auch weiterhin wieder Aktien zurückkaufen, bleiben ihrer Linie treu und so weiter. Insofern das ist, sehe ich das Investment auch als positiv an. Dann zum Schluss, vielen Dank für das Zuhören. Ich freue mich über Feedback, Kommentare. Lasst mir ein Abo da, um weitere Videos nicht zu verpassen. Falls mal wieder ein, zwei Wochen nichts von mir kommt, keine Sorge. Sollte ich den Kanal einstellen, würde ich das auch im Video sagen. Aktuell macht mir die Arbeit hier noch Spaß, aber ist natürlich nicht mein Hauptberuf. Ich mache das selber einfach gerne auch im Zusammenhang mit meinen eigenen Aktien, die ich dann auch teilweise im Depot habe, einfach um mich noch besser mit den Unternehmen zu beschäftigen und dann auch mein Wissen versuche, sofern es euch hilft, auch zu teilen. Und von daher, wenn es mal zwei Wochen lang nichts gibt, nicht erschrecken. Irgendwann kommt wieder das nächste Video auf jeden Fall. Und aktuell versuche ich natürlich, dies alle 7, 10, spätestens 14 Tage eins hochzuladen. In diesem Sinne, genießt euer Wochenende und bis dann.